Sag mal, wo ziehst du noch mal hin? Nach Pyeongchang. Ja, in München wohnen eh nur Verlierer. Hallo. Ja, wir fangen die heutige Sendung direkt mit unserem persönlichen Lieblings-Link-Tipp an. Und zwar, man kennt das ja, es gibt ja so ferngesteuerte Autos und Modellflugzeuge und so weiter. Aber jetzt endlich gibt es den ferngesteuerten Superhelden, der sogar in die Luft steigen kann. Und zwar auf rcsuperhero.com in Lebensgröße. Man muss ihn dann halt nach einer Anleitung zusammenbauen. Kostet auch nur schlappe $350 oder so. Aber wir finden, das ist es wert. Ja, es wäre ein perfektes Abschiedsgeschenk für mich eigentlich, oder? Dann freue ich Dann mich. ist der Loser weg und der Superhero bleibt hier. Ja, danke. Sorry. Ja. Jetzt bist du rausgekommen. Mehr so Helden des Alltags findet man auf Berlin-Folgen. Da gibt es schöne Fotointerviews mit Menschen, die sich in Berlin so durch den Alltag bewegen und die einem sonst vielleicht gar nicht so aufgefallen wären. Aber ich finde, was die Macher da gefunden haben und Fotofilme draus gemacht haben aus den Interviews, ist sehr sehenswert und die Geschichten doch mitunter sehr interessant. Zum Beispiel Gero, der Obdachlose, der erst Jura studiert hat und jetzt auf der Straße lebt, von ganz oben nach ganz unten. Christine, dein Stichwort. Also ich habe auch noch einen anderen außergewöhnlichen Typen und oder eher eine tragische Figur, denn der Held in unserem Animationsfilm Overcast, der hat nicht wirklich viel Sonne in seinem Leben, denn eine Regenwolke begleitet ihn auf Schritt und Tritt. Aber nach Regen folgt ja immer Sonnenschein. Ob ihn das aber glücklich macht, das verraten wir jetzt nicht. Das guckt ihr euch einfach an. Ja, schöner Film. Wurdest du eigentlich schon mal gemalt von so einem Künstler? Nee. Nee. Schade. Warum? Ich habe eine Seite gefunden und da steckt eine kleine Geschichte dahinter. Da hat ein junger aufstrebender Künstler Mädels, die er auf einer Dating-Webseite gefunden hat, gefragt, ob er denn mal sie bzw. ihr Profilbild nachmalen kann. Und dann fühlten die sich natürlich geehrt und haben ihm zugesagt, dass er das mal machen dürfte. Ja, und die Ergebnisse hat er veröffentlicht und es ist vielleicht nicht das, was die jungen Damen erwartet hätten. Ich finde den bösen Scherz mit den Karikaturen aber sehr gelungen. Malt ihr uns doch auch mal, wenn ihr auch so künstlerisch begabt seid. Und falls das Endergebnis dann in einem falschen Format ist, keine Sorge, wir haben eine ganz nette Software gefunden im Netz, und zwar heißt die Adapter, anwendbar auf PC und Mac. Und zwar könnt ihr damit Bilder, Videos und Audiodateien in jedes beliebige andere Foto-, Video-, Audio-Format umwandeln. Also wir finden ein schönes, nettes Hilfsmittel, was man bestimmt mal gebrauchen kann. Ja, toll. Also was die Technik heutzutage fähig ist, gerade die Videotechnik. Ich bin immer wieder erstaunt. Jetzt zur Zeit ist ja so ein bisschen in Mode diese Zeitlupen-Videos. Und wir haben da mal eins zufällig rausgesucht. Da ist ja gar nicht so wirklich wichtig, was man sich da anschaut. Aber ich muss sagen, wenn ich mir das so genau betrachte, da sehe ich Dinge, die habe ich vorher, wären mir gar nicht aufgefallen. Also da kann ich mich stundenlang drin versenken und einfach genießen. Ja, stundenlang drin versenken. Egal, also ich bin ja nicht so der Fan von Langsamkeit. Ich bin eher, ich mag lieber die von der Die schnellen schnelle Truppe. Nummer. Jetzt ist Nein. es raus. Oh Mann, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema angelangt. Nein. Wir müssen seriös bleiben. Also wer lieber auf schnelle Sachen steht, der sollte vielleicht unseren heutigen Spieletipp ausprobieren. Und zwar heißt der Bug Wars Recolonize. Da geht es darum, dass sich zwei Ameisenkolonien bekämpfen. Und natürlich will man versuchen, die gegnerischen Ameisenhaufen zu erobern. Ja, das sieht vielleicht einfach aus, aber da ist tatsächlich strategisches Geschick gefragt. Und ich finde, eine schöne Sache für zwischendurch. Ja, man macht ja viele Dinge so zwischendurch und merkt gar nicht, dass daraus eigentlich das Leben besteht und dass gerade die unspektakulären Events eigentlich mehr Aufmerksamkeit verdienen würden. Und da hat eine Gruppe von Künstlern ein sehr schönes Projekt gestartet, wie ich finde. Auf Everyday Posters Every Day haben sie diesen kleinen alltäglichen Zeitvertreiben einen Poster gewidmet. Das sieht dann aus wie eine Partyeinladung oder eben ein Filmplakat. Und eigentlich unspektakuläre Dinge wie die abendliche Enttäuschung, die jeder von uns schon mal erlebt hat, oder einfach man sitzt im Park und denkt über das Leben und andere Dinge nach, die sind da verewigt. Die besten Partys oder Events finden ja meistens sogar zu Hause statt.
Und da haben wir auch ein Pärchen gefunden, das eine kleine Party zu Hause geschmissen hat. Ich würde sagen, das ist der beste Anti-Drogen-Spot der Welt. Die beiden rauchen Azteken-Salbei. Und wenn man sich dieses Video anguckt, sieht man, was alles tatsächlich in 7 Minuten passieren kann. Und keiner von beiden kann sich an diese Situation überhaupt erinnern. Ja, immerhin haben sie sich dabei gefilmt. So können wir nochmal nachvollziehen, was passiert. Aber man kann ja nicht nur süchtig sein nach irgendwelchen kleinen Kräuterchen, sondern auch nach Essen sind ja doch viele Leute. Du nicht? Ich. Ja, doch. Auch nicht ich mag unbedingt. Essen auch gern. Aber es gibt einen Mann, der ist Furious Pete, der ist vielleicht nicht esssüchtig, aber schnell esssüchtig. Er ist nämlich ein Wettesser sozusagen und er hat auf seinem YouTube-Kanal Tipps für alle möglichen Disziplinen an Lebensmitteln. Zum Beispiel auch Hotdogs, also die wirklichen Profis, die teilen das Brötchen von der Wurst und stecken dann das Brötchen in Wasser, dann ist es feuchter und man kriegt das Ganze schneller runter. Los! Ich kann nicht mehr voll gut. Okay, du hast gewonnen. Mhm. Okay. Ja. Das ist unverschieden. Ja. Ja. Also für alle, denen der Appetit noch nicht vergangen ist, guckt doch mal auf den heißesten bzw. sogar hungrigsten YouTube-Channel, den es zurzeit gibt, und zwar Epic Mealtime heißt der. Eine Gruppe von Jungs, die sich aus Fastfood die allerdollsten Rezepte ausdenkt, zum Beispiel die Candy-Pizza aus Süßigkeiten oder auch die, ich würde sagen jetzt Burger-Lasagne, also eine Lasagne mit mehreren Dutzenden von Burgern und natürlich die das absolut lieben ist Bacon. Also die sind da absolute Bacon-Fans. Ich übrigens auch. Naja, also da könnt ihr euch tolle Anregungen holen. Guten Appetit. So, pünktlich zur Verabschiedung habe ich dann noch sauber aufgegessen. Morgen gibt es gutes Wetter. Das war Ehrensenf. Ich bin Friedemann. Ich bin Christine. Tschüss. Tschüss. Christine. Was? Nachtisch?